Hallo zusammen, wir haben hier eine Tiefkühltruhe, die wirklich runtergeht auf minus 35 Grad mit einem verstärkten Kompressor. Aber hier ist ein Digitalthermostat drin. Den gleichen Thermostaten verwenden wir auch für Kühlschränke. Das ist eine Option, da könnt ihr bei uns im Katalog nachschauen. Und wir haben immer wieder das Thema, dass der zu schnell ein- und ausschaltet. Oder er läuft immer und dann taut die Ware wieder auf. Und das ist ein Problem der Schaltdifferenz. Standard haben wir eingestellt eine Schaltdifferenz von 2 Grad. Das heißt, wenn wir hier bei dieser Box zum Beispiel einstellen 4 Grad, dann geht die Box runter auf 4 Grad, schaltet aus und geht 2 Grad höher und schaltet bei 6 Grad wieder ein. Wenn man jetzt aber umstellt auf 0 Grad, dann geht die Box runter auf 0 Grad und geht hoch auf 2 Grad. Und wenn man diese Box einstellt auf minus 25 Grad, dann geht sie runter auf minus 25 Grad und hoch auf minus 23 Grad. Und das ist, es gibt dann Leute, die stellen ein, statt plus 2 Grad Differenz, minus 20. Wie die das hinkriegen, weiß ich, aber sie wissen es nicht. Dann stellen sie die Box ein auf minus 18 Grad. Die schaltet bei minus 18 Grad aus. Jetzt haben sie gemeint, sie hätten die Box umgestellt auf minus 18 Grad. Die Box ist vielleicht eingestellt auf plus 5 Grad. Das heißt, die Box schaltet nicht bei plus 5 Grad aus, sondern bei minus 12 Grad aus, erwärmt sich, bis sie wieder 5 Grad hat. Und diese Schaltdifferenz schauen wir uns heute an. Nimm die Box ein bisschen näher. Wir sehen hier die Temperatur, das ist jetzt plus 15 Grad, ich habe sie direkt eingeschaltet und hier kann ich zweimal die Taste Set drücken, dann ist diese Box eingestellt auf minus 37 Grad, aber das ist die Set-Temperatur. Die kann ich auch umstellen, wenn ich hier hoch, runter gehe mit diesem Knopf, das ist die sogenannte Soll-Temperatur, da kann ich dann hochgehen. Auf plus 5 Grad. 5 Grad ist Kühlschranktemperatur. Hier muss ich auch nichts machen, dass da irgendwas passiert. Ich muss ein paar Sekunden warten, glaube 5, und dann geht die Temperatur wieder auf die Ist-Temperatur zurück. Die Ist-Temperatur war jetzt vorher 15 Grad und die müsste jetzt immer noch circa minus 15 Grad sein. Obwohl das Gerät jetzt läuft, sie wird ein bisschen sinken. Und so, eben, jetzt haben wir 14,9 und so haben wir die Temperatur jetzt umgestellt. Jetzt, wenn man hier lange drückt, dann kommt DF1, das ist die Differenz. Wenn man hier nochmals drückt, haben wir hier eingestellt auf 1 Grad. Standard ist 2, wir haben aber auch viele Geräte, die arbeiten bei 1 Grad Differenz. Das heißt, wenn ich jetzt den Kühlschrank auf plus 5 Grad Set-Temperatur einstelle, dann schaltet die bei 5 Grad aus und bei 6 wieder ein. Stelle ich das aber um auf plus 20, also hier könnte ich eben lange drücken, nochmals drücken und ich stelle hier um auf plus 20. Machen wir 19. Und die Set-Temperatur ist bei 5 Grad eingestellt, also die Wunschtemperatur. Dann geht der Kühler runter auf plus 5 Grad, schaltet aus und wärmt sich um 19 Grad.
Das heißt, er geht hoch bis auf plus 24 Grad. Nur bei plus 24 Grad, vielleicht reicht er das gar nicht und er kühlt dann nicht mehr. Also wieder hier Set, lange drücken, DF1 kommt, Set drücken und hier wieder runter auf 1 Grad, auch 2 Grad. Und hier sehen wir, das ist der IC plus 902. Auch wenn es heißt, ja, der Kühlschrank schaltet zu viel ein und aus und ein und aus und wir haben diesen Thermostat drin, das ist eine Option bei den Kühlschränken, dann kann man so auch auf 3 Grad hochgehen, dann kühlt er runter auf die eingestellte Temperatur und 5 Grad und dann vielleicht hoch auf plus 8 Grad. Doch das, je mehr Ware ihr habt im Kühlschrank, desto länger ist die Ausschaltzeit und natürlich die 3 Grad runterkühlen auch die Laufzeit. Aber das Ein- und Ausschalten ist dann relativ gering. Ja. Da verlinke ich euch ein Video zu dieser Kühlbox. Das ist wirklich die leistungsstärkste, einer der leistungsfähigsten Serie-Kühlboxen auf dem Weltmarkt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.